daran, wie sie mit Andersdenkenden umgeht. Eine Gesellschaft hingegen misst sich daran, wie sie mit ihren sozial Schwachen umgeht. Die Wertigkeit einer Gesellschaft definiert sich daran, wie sie mit Schwachen umgeht. Integration ist ein Bestandteil, ein integraler Bestandteil, eine Conditio sine qua non für eine gesunde Mischkultur. Diese brauchen wir, um Verständnis füreinander zu entwickeln. Ich kann voller Stolz sagen, dass die Migrationsbeirat seit 25 Jahren wertvolle Integrationarbeit leistet, dieses sehr gut tut, dass unser Migrationsbeirat in Spandau, der in Berlin bestorganisierteste ist. Wir haben regelmäßig häufige Sitzungen. Es gibt zu allem Protokolle, wir sind im Integrationsausschuss vertreten, wo wir sprechen. Wir wünschen uns natürlich auch hier von den politischen Verantwortlichen im Bezirksamt mehr Unterstützung. Die Anliegen, die die Bürger haben, sind wichtig, weil wenn wir sie heute nicht lösen, werden sie morgen zu Problemen werden. Und das ist im Prinzip die Grundstruktur, wie wir sowas aufarbeiten können, wie wir anfangen können, es besser zu machen. Erschienen sind. Das ist ein wichtiger Anlass. Ich finde auch, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das gibt Gelegenheit, zurückzublicken, es gibt Gelegenheit, nach vorne zu blicken. Ich freue mich sehr, dass Sie das hier mit Ihren Leuten organisiert haben. Deswegen ein herzliches Dankeschön schon mal an dieser Stelle. Wir haben ja seit einigen Jahren einen Integrationsausschuss im Bezirk, der sich mit vielen wichtigen Fragen rund um die Integration beschäftigt. Und wir haben die Vorsitzende dieses Ausschusses heute hier, Daniela Klein-Eider. Natürlich ist auch Migration ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wir können, glaube ich, alle miteinander feststellen, dass dieses Thema in der Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte hin vernachlässigt worden ist, jedenfalls in dem Sinne, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe darstellt, der wir uns zu stellen haben. Denn Integration in die Gesellschaft passiert nicht von alleine, sondern sie muss gefördert, sie muss unterstützt werden. Die Menschen, die herkommen, brauchen Hilfestellung und die Menschen, die hier sind, müssen das Gefühl haben, dass wir in der Lage sind, eine gemeinsame Gesellschaft zu bilden. Deswegen ist dieser Hashtag unteilbar genau der richtige, weil er diesen Zusammenhalt symbolisiert, um den es uns geht und für den auch dieser Beirat seit 25 Jahren arbeitet. Ein letztes Wort zur Arbeit des Beirates. An verschiedenen Stellen sind Sie aktiv. Es ist wichtig, dass Sie einen festen Sitz, einen festen Platz in der Arbeit der Bezirksverordnetenversammlung haben, weil Sie an dieser Stelle unabhängig von der deutschen Staatsangehörigkeit mitwirken können in Ihrem Umfeld. Ich halte das für außerordentlich wichtig. Es geht uns ja auch um diejenigen Menschen, die eben noch nicht oder nicht Deutsche sind, die aber trotzdem hier leben auf eine gewisse Zeit, aus welchem Grund auch immer, durch die Europäische Union oder weil sie aus anderen Gründen ein Aufenthaltsrecht haben. Aber auch diese Menschen haben das Recht, ihr Umfeld mitzugestalten und deswegen haben wir in der kommunalen Arbeit genau diese Möglichkeit. Am Ende der Jubiläumsfeier 25 Jahre Migrationsbeirat in Spandau gab es noch ein internationales Buffet für die Gäste und Besucher.